Ja, meine Damen und Herren, ich danke Arkadis für die Einladung, hier reden zu dürfen. Und ich freue mich, wenn möglichst viele, auch wenn es nicht persönlich sein können, dem Vortrag folgen können. Ich möchte Sie in das Forschungsgebiet Insektenbiotechnologie einführen, für das ich an der Universität Gießen vor 2015 das erste Institut, das weltweit erste akademische Institut gegründet habe, in Anwesenheit von Volker Bouffier. Und die Uni Gießen hat sozusagen auch noch Professuren dazu gegeben. Wir wachsen. Auch die Senckenberg-Gesellschaft hat jetzt 2 Professuren dazu gegeben. Und wir haben auch den ersten Masterstudiengang für das Fachgebiet aufgebaut, weltweit erstmalig Insect Biotechnology. Und gleichzeitig ist es meine Aufgabe, in Gießen ein Fraunhofer-Institut aufzubauen. Das nennt sich das Fraunhofer-Institut für Bioressourcen. Die Fraunhofer-Gesellschaft, wie Sie wissen, ist die größte und erfolgreichste Forschungsorganisation Europas in den angewandten Wissenschaften. Wir haben über 70 Institute, aber bisher waren es nur 5 im Life-Science-Bereich. Life Science ist die Zukunft, soll wachsen. Und so wird jetzt in Gießen eben auch ein Fraunhofer-Institut aufgebaut. Das heißt, wir machen translationale Forschung, die sich an der Wertschöpfungskette orientiert, und wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen auch für die Industrie. Und deshalb, glaube ich, passt es hier, einmal darlegen zu können, Vorstellungen zu vermitteln, wie kann ich mit Insekten Werte schöpfen. Und zunächst einmal, die meisten, die hier sitzen oder mir zuhören, haben bestimmt noch nicht gehört, was Insektenbiotechnologie überhaupt ist. Und deshalb muss ich das erstmal definieren. Wir haben für dieses Gebiet auch den alternativen Gebiet, also auch den alternativen Begriff gelbe Biotechnologie überträgt. Das war noch nicht besetzt. Also wir definieren das als die Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Methoden, um entweder die Insekten selbst oder von diesen stammende Moleküle, Zellen, Organe oder assoziierten Mikroorganismen als Produkte oder Dienstleistungen nutzbar zu machen, zum Beispiel für Anwendung in der Medizin, im Pflanzenschutz oder Industrie. Wir beschäftigen uns auch mit modernen, nachhaltigen Methoden, also biotechnologischen Ansätzen, wie man Schad- und Vektorinsekten kontrollieren kann. Aber das ist momentan nicht der Fokus, den ich heute berichten würde, sondern ich versuche Sie erstmal dazu zu begeistern, warum man sich den Insekten widmet. Oft starte ich mit so einem Statement von Insekten, heißt Siegen lernen. Wie kann man ein solches Statement überhaupt in der Öffentlichkeit von sich geben? Und dazu möchte ich einfach sagen, wie definiert man denn Erfolg in der Biologie oder in der Evolutionsbiologie? Und das am häufigsten verwendete Kriterium ist Biodiversität. Alles, was biodivers ist, ist gut und gilt es zu schützen. Und mit Hinblick, man kennt über 1 Million beschriebene Arten. Also ich bin vorsichtig, was Schätzungen betrifft, aber 1 Million Arten kennt man. Und damit sind Insekten mit Sicherheit die artenreichste Organismengruppe, die man kennt. Und ich bin überzeugt, dass diese Biodiversität auf Artenebene, die wir alle sehen und kennen, auch auf molekularer Weise, also auf molekularer Ebene reflektiert wird. Das heißt, für mich repräsentieren diese Vielfalt an Insekten einen gigantischen Wirkstoffschrank. Und die Insektenbiotechnologie zielt nur darauf ab, diesen zum Nutze der Menschheit zu erschließen. Das heißt, unser ultimatives Ziel ist Wertschöpfung mit Insekten. Und als Beispiel will ich heute hier anstarten mit dem Problem der Antibiotikaresistenz. Das muss ich nicht weiter erläutern. Jedem ist bewusst und jeder hat es schon zu Genüge in den Medien gehört. Wir stoßen auf eine große Krise in der Zukunft. Immer mehr Krankheitserreger werden Antibiotika, die verfügbar sind, resistent, und immer weniger neue kommen auf den Markt. Wir müssen das irgendwie überwinden, weil sonst sehr viele Menschen in Zukunft sterben müssen und wir ihnen nicht mehr helfen können. Und da stellt sich die Frage, kann auch die Insektenbiotechnologie einen Beitrag leisten oder nicht? Wir wissen zum Beispiel, dass sehr viele Krankheitserreger, die resistent werden, durch den großen Einsatz von Antibiotika in der Veterinärmedizin erst erscheinen. Das heißt, da, wo sie im großen Maßstab eingesetzt werden, gibt es eine Selektion in Richtung Resistenz und es ist dann nur eine Frage, bis wir diese Erreger in den Krankenhäusern haben. Die Frage stellt sich nun, wenn diese Antibiotika so dringend gebraucht werden, warum gibt es denn immer weniger? Warum gehen immer weniger Firmen daran und widmen sich dieser für die Menschheit wichtigen Aufgabe? Das eine ist, es ist teuer. Sie müssen heute bis zu 1 Milliarde Euro oder Dollar rechnen, um ein Medikament auf den Markt zu bringen. Das ist ungefähr so viel, wie Sie für den Bau der Queen Mary 2 brauchen. Es ist zeitaufwendig, nicht? Die NASA hat 12 Jahre gebraucht, um den Menschen auf den Mond zu schicken, aber sie brauchen heute bis zu 15 Jahre, um ein Medikament auf den Markt zu bringen. Und es ist sehr risikoreich. Nur eins von 5000 Kandidatenmoleküle schafft es auf den Markt, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie wenn Sie einen Golfball mit einem Schlag einlochen. Also das sind die Herausforderungen, von denen wir stehen. Und in Gießen im Fraunhofer-Institut versuchen wir jetzt neue Antibiotika zu generieren. Wir fokussieren einerseits auf Reserveantibiotika, auf Nischenantibiotika und auch auf Antibiotika für die Tiermedizin. Und um da einzuführen, kann helfen, nehme ich immer gerne diese Abbildung, die ist vor einigen Jahren in Peter Mosleitners interessantes Magazin gestoßen, haben sie über uns berichtet und gezeigt, hier gibt es irgendwann Insekten auf Rezept.
Und dann steht da ganz klein, die Insekten selbst nicht, aber Moleküle, die daraus kommen. Und dann sieht man immer, wie sauber recherchiert wird. Die meisten von Ihnen wissen nicht, es gibt schon längst Insekten auf Rezept. Nur nicht so wie hier dargestellt, sondern so aussehend. Das heißt, Sie alle haben vielleicht schon mal irgendwann von den medizinischen Wundmaden gehört. Das ist eine traditionelle Form der Medizin. Es gibt also Maden, die man in Wunden reinbringt, die reinigen sie dann. Das ist eine traditionelle Medizin, die wurde im amerikanischen Bürgerkrieg wiederentdeckt. Die Soldaten, die zwischen den Frontlinien liegen geblieben sind, tagelang nicht geborgen werden konnten. Wenn man sie gerettet hat und die Arme und die Verletzungen voller Maden waren, dann haben sie überlebt. Die anderen in Lazaretten oft nicht, weil es zu dem Zeitpunkt keine Antibiotika gab. Mit dem sozusagen Vermarkten von Antibiotika und dem Einsatz ist diese Therapieform wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber sie erfährt jetzt eine neue Renaissance, weil wir neue Krankheitsbilder haben wie den diabetischen Fuß. Ja, das heißt, da versagt oft die klassische Medizin mit ihren Medikamenten, aber dort kann man mit der Madentherapie zum Teil spektakuläre Erfolge verzeichnen. Und so gibt es Firmen, die diese Maden züchten, zum Beispiel in Hamburg die Firma Biomonde. Die waren auf sterilen Blutager gezogen, was man hier so im Foto sieht. Dann werden die Maden nicht so direkt auf die Wunde gegeben, sondern so kleine Taschen verpackt, die sogenannte Biobags, und dann werden sie zur Therapie eingesetzt. Und uns hat jetzt interessiert, wie kann man das sozusagen zusätzlich für die Wertschöpfung nutzbar machen? Ich verstehe es nicht, aber viele Leute mögen keine Made in der Wunde. Und es hat auch andere Kontraindikationen. Wenn so eine Made ausbüxt, verpuppt sie sich. Sie können auch im Krankenhaus Keime verbreiten. Also war unsere Idee, wir gehen jetzt von der Madentherapie zur Biochirurgie. Das wird oft synonym verwendet. Aber ich sage, wenn man Maden verwendet, ist es Madentherapie. Und wenn ich Moleküle aus denen nehme, dann ist es eben Biochirurgie. Und was machen wir da heute? Also unser Ziel ist es eben alles, was diese Maden produzieren, was therapeutisch wirksam ist, in die Hände zu bekommen und damit Wundsalben und Wundpflaster zu imprägnieren. Und hier sehen wir mal diese Fliege, ist also eine ordinäre Schmeißfliege, Lucilia sericata. Und man sieht, dass hier zum Beispiel oben rechts diese Abbildung, da sieht man eine vereiterte Wunde. Und wenn ich die Maden draufgebe, nach 2 Tagen sieht man, sie ist sauber. Und man weiß, dass die Speichelsekrete von Lucilia, von der Wundmade, Substanzen enthalten, die alle sozusagen auch Bakterien abtöten können, die gegen alle anderen Antibiotika resistent geworden sind. Wir wissen, da sind Moleküle drin, die beschleunigen die Wundheilung. Mit dem Madenschmeichel heilen die Wunden manchmal bis zu 18 Mal schneller. Und es sind Enzyme drin, die nur das kranke Gewebe verdauen, aber das Gesunde in Ruhe lassen. Und wir haben auch noch Enzyme entdeckt, die die Blutgerinnung fördern. Und er hat uns dann interessiert, wie kann ich das für die Medizin nutzbar machen, nicht? Dann diese Speichelsekrete daraus und die melken, das ist ein bisschen aufwendig. Und wir nutzen eben die Insektenbiotechnologie. Wir nehmen die Speicheldrüsen heraus und sequenzieren das sogenannte Transkriptom. Also alles, was diese Maden produzieren, haben wir dann als Sequenzform vorliegen. Und dann ist es unser Ziel, diese Moleküle synthetisch oder rekombinant herzustellen und dann zu gucken, ob man sie therapeutisch nutzen kann. Ich will mal ein kurzes Beispiel geben. Wir haben also in dem Madenspeichel ein Peptid gefunden, das super gut Pilze hemmt. Also ein neues antifungales Peptid, das wir Lucimycin getauft haben, weil es aus Lucilia kommt und gegen Pilze wirkt. Und das Besondere ist, es wirkt nicht nur gegen Pilze, die im Pflanzenschutz eine Rolle spielen, wie Fusarium, sondern auch gegen Phytophthora. Und Phytophthora ist der Erreger der Kartoffelfäule. Das ist genau der Pilz, der verursacht hat, dass die Iren im letzten Jahrhundert auswandern mussten. Und das Besondere ist, Phytophthora gehört zu einer Pilzgruppe, die man als Oomyceten bezeichnet. Und das ist das erste Peptid, was überhaupt gegen diese Pilze wirkt. Das haben wir jetzt auch mit Patent geschützt und jetzt arbeiten wir mit Industriepartnern daran, vielleicht solche Peptide für den Pflanzenschutz nutzbar zu machen. Kommen wir jetzt zu den Antibiotika. Wir haben also festgestellt, dass in dem Transkriptom der Wundmade konnten wir 47 verschiedene Peptide nachweisen, die antimikrobiell wirken. 23 davon haben wir synthetisch hergestellt und dann untersucht, ob sie zum Beispiel auch synergistisch zusammenwirken. Denn man muss sich das mal vorstellen, so eine Made, wenn die in der Wunde ist, die spuckt ja nicht literweise Zeug rein, sondern Winzmengen. Und trotzdem kann sie eine ganze Wunde desinfizieren. Wie funktioniert das? Und so suchen wir immer nach Paaren, die synergistisch zusammenwirken bei den Peptiden, weil das auch gleichzeitig verhindert, dass Bakterien leicht Resistenzen ausbilden können. Und in diesem Zusammenhang hat unser Fraunhofer-Institut eine langjährige Kooperation mit der Firma Sanofi gehabt. Und da war eben auch mal die Idee, wollen wir nicht dieses Riesenspektrum von neuen Peptiden aus Insekten nutzen und gucken, ob man da Antibiotika draus machen kann.
Und insgesamt haben wir 108 verschiedene Peptide aus unterschiedlichen Insekten, unterschiedlichen Familien in das Profiling reingemacht, haben dann also getestet, ob sie gegen multidrug-resistente Bakterien wirken, die sogenannten Escape-Stämme, also die, die besonders schlimm sind und gegen alle Antibiotika-resistent. Wir haben auch gegen klinische Isolate getestet. Aber dass etwas im Reagenzglas funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es in einem lebenden Organismus funktioniert. Das heißt, man muss gucken, funktionieren die Peptide auch unter physiologischen Bedingungen im Blut? Wie schnell werden sie abgebaut? Wenn die nach ein paar Minuten weg sind, ist es auch nicht wichtig. Das heißt, wir haben einen Kriterienkatalog benutzt, der in der Industrie Standard ist für die Evaluierung und haben die alle durchgetestet. Das war ein sehr aufwendiges Projekt und zwei sind übrig geblieben. Nur zwei von diesen antimikrobiellen Peptiden haben so performt, dass man sagen könnte, das sind gute Kandidaten zu investieren, weil sie eben stabil sind im Blut, keine Nebenwirkungen zeigen, auch wir keine Resistenzentwicklung beobachten konnten. Und mit solchen Peptiden kann man dann in die nächste Stufe gehen und gucken, was machen wir für Anwendungen. Nun sind es ja Peptide, dass man die schluckt und systemisch einsetzt, ist unwahrscheinlich, aber ich setze auch auf andere Märkte. Verschiedene Optionen gibt es. Eines zum Beispiel ist, kann man jetzt solche Peptide nutzen, die, um Lungeninfektionen zu heilen? Nicht? Die beiden, die wir ausgewählt haben, die wirken nämlich besonders gut gegen gramnegative Bakterien und gegen gramnegative ist schon seit 60 Jahren keine neue Substanzklasse gefunden worden. Und vor diesem Hintergrund werden jetzt diese Peptide an Partikel gebunden und im Mausmodell getestet, ob sie, wenn sie inhaliert werden, zum Beispiel eine Lungeninfektion heilen, die durch Pseudomonas aeruginosa verursacht wird. Das sind ja die häufigsten Lungenkeime, die auch häufig zur Resistenzbildung neigen, also oft gegen verschiedene Antibiotika resistent sind. Das ist jetzt eine Stufe, die wir machen. Und dazu brauchen wir jetzt auch die Insektenbiotechnologie. Da kann ich gar nicht ins Detail eingehen. Aber Sie müssen ja dann diese Peptide in großen Mengen herstellen. Und dazu nutzen wir eben Insektenzellen, die transformiert sind. Nicht? Dann benutzen wir Insektenzellen, um ein Peptid in großen Mengen darzustellen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Bakterien nicht genutzt werden können. Nicht? Ein besonders gut gegen gramnegative wirkendes antibiotisches Peptid kann ich natürlich nicht in E. coli transformieren oder produzieren. Das heißt, das ist das, was wirklich Insektenbiotechnologie dann ausmacht, dass man solche Mengen gewinnt. Und dann kann man mit diesen Mengen, wie gesagt, Wundpflaster herstellen oder Wundsalben. Und auch da haben wir Industriepartner, die uns daran dabei helfen. Wenn ich jetzt über solche Projekte spreche, fragen mich die meisten immer, wie kommt man dazu, solche Insekten auszuwerten? Das gehe ich jetzt statistisch vor. Aber selbst wenn man viel Geld zur Verfügung hat, kann ich nicht tausende Insektenarten züchten. Bei uns ist es eben so, dass meine Auswahl immer durch eine evolutionsbiologische oder ökologische Hypothese begründet ist. Also ich wähle die Insekten danach aus, sozusagen, ich habe dann immer so einen Riecher, der müsste was haben. Und das ist, wie gesagt, auf einer Hypothese basierend. Und als schönes Beispiel möchte ich den asiatischen Marienkäfer nehmen. Es gab vor ein paar Jahren eine Hypothese, die zwei Amerikaner, Kelly Lee und Lee Klasing, aufgestellt haben. Die haben gesagt, dass invasive Arten, also solche, die sich weltweit ausbreiten können, ein besseres Immunsystem haben müssen als nahverwandte nicht-invasive. Egal, wo ich starte, wenn ich in Europa komme, gehe nach Südamerika oder nach Afrika, begegne ich überall Krankheitserregern oder Parasiten, an die ich nicht durch Koevolution irgendwie angepasst bin. Und wenn ich das alles so überlebe, muss ich ein Top-Immunsystem haben. Klingt schlüssig, wurde aber bis dato nie belegt. Da habe ich mir gedacht, als Entomologe, Insektenkundler, müsste ich das doch prüfen können und habe mir jetzt erstmal ein Insekt ausgesucht, das invasiv ist. Und da sind wir auf den asiatischen Marienkäfer gekommen. Wie der Name sagt, der kommt aus China, ist in Europa und Nordamerika ausgesetzt worden im biologischen Pflanzenschutz, weil er effizienter Blattläuse vertilgt. Das hat jahrelang gut geklappt. Auf einmal gab es irgendeine Veränderung, ein Switch, und jetzt ist er invasiv. Der breitet sich rapide in der ganzen Welt aus. Und überall, wo er vorkommt, führt es dazu, dass einheimische Marienkäfer aussterben. Da habe ich gedacht, super, das müsste man testen und habe so ein wirklich simples Experiment gemacht. Was Sie hier sehen, ist eine Petrischale. Die sind mit Bakterien inokuliert und das macht man dann sozusagen im Brutschrank. Und wenn Sie da so ein Loch in den Acker picken und da eine Probe reinpipettieren, dann kriegt man das, was man einen Hemmhof nennt. Und wenn man jetzt links unten den Zweipunkt-Marienkäfer anschaut, in der Hämolymphe ließ sich keine Aktivität gegen E. coli-Bakterien nachweisen. Bei einem einheimischen 7-Punkt-Marienkäfer war es ein bisschen, wie man sieht, ein kleiner Hemmhof. Aber in der Hämolymphe vom asiatischen Marienkäfer war der größte Hemmhof, den ich jemals unbehandelten Insekt gefunden habe. Und da habe ich natürlich gesagt, so ein triviales Experiment scheint zu bestätigen, eine invasive Art hat ein besseres Immunsystem als eine nicht-invasive. Aber was um alles in der Welt macht einen solchen Hemmhof? Also haben wir versucht, das herauszufinden.
Und der asiatische Marienkäfer kommt regelmäßig Ende Oktober ins Fernsehen. Dann nämlich, wenn Sie Überwinterungshabitate aufsuchen, dann gehen Tausende von Marienkäfern, die wählen sich bestimmte Häuser aus, dann rufen die Leute an, Fernsehen kommt, Hilfe, Marienkäferinvasion. Dann gehen wir in der Regel hin, sammeln die ein, das hier sind so 500 Stück mit dem Staubsauger gesammelt, dann schreddern wir das Ganze. Und dann haben wir geguckt und haben tatsächlich eine Substanz in dem asiatischen Marienkäfer gefunden, die in den anderen Marienkäfern nicht drin war. Nun kann ich ja nicht immer kiloweise Marienkäfer schreddern, deswegen mussten wir erstmal das Ganze synthetisch herstellen. Und die Substanz heißt Harmonie, weil sie aus der lateinischen Name vom asiatischen Marienkäfer ist, Harmonia axyridis. Dann haben wir dieses Harmonin synthetisch hergestellt und haben es gegen ein breites Spektrum an Bakterien getestet und wir waren so ein bisschen enttäuscht. Also die Wirkung war nicht so spektakulär, wie es der Hemhof angezeigt hat. Allerdings, und das ist merkenswert, Mycobacterium tuberculosis, der Tuberkuloseerreger, war unter allen getesteten Bakterien der empfindlichste. Und dann konnten wir auch noch zeigen, dass dieses Harmonin gegen Malaria wirksam ist. Die bisherigen Malariamittel targetieren ja immer nur ein bestimmtes Stadium. Sie wissen vielleicht, dass man welche in der Leber hat und welchen Blut. Harmonin war gegen alle getesteten Entwicklungsstadien wirksam. Was wir sehr spannend fanden, das hat dann wiederum andere Kollegen, zum Beispiel von Max Planck, inspiriert. Kann das denn sein? Die haben einen neuen Syntheseweg dafür gemacht, da haben es auch getestet und haben festgestellt, dass dieses Harmonin auch super gegen Leishmaniose wirksam ist. Das ist eine vernachlässigte Tropenkrankheit. Da leiden so 12 Millionen Menschen drunter, so 1,5 bis 2 Millionen kommen jedes Jahr dazu. Problem ist, wir haben nur ein einziges Medikament, das heißt Miltefosine. Und da immer mehr werden diese Erreger auch dagegen resistent. Das heißt, wir haben zur Behandlung der Leishmaniose demnächst gar nichts mehr. Und zumindest experimentell konnte ich sagen, dass Harmonin wunderbar wirksam ist gegen diese Krankheit. Das hat wiederum Kollegen inspiriert vom anderen Löwezentrum, DRUID, das in Gießen federführend läuft, wo wir vernachlässigte Tropenkrankheiten untersuchen. Und da konnte Kollege Greveling zeigen, dass es auch gegen Bilharziose wichtig ist. Das ist ja auch so eine Tropenkrankheit. Die Pärchenegel, die so bekannt sind, die man sich sozusagen im Süßwasser, wenn man im tropischen Süßwasser baden geht, kann man sich die einfangen. Das ist auch ein wichtiger Parasit und auch da hat man kaum noch Mittel dagegen. Und hier konnten wir zeigen, dass er Mortalität erzeugt, sogar ultrastrukturelle Veränderungen in den Pärchenegel verursacht. Und ganz wichtig ist, alle Parasiten legen immer ganz viel Eier. Das heißt, man muss auch gucken, ob sozusagen deren Keimzellen getroffen werden. Und das macht man hier fluoreszenzmikroskopisch, kann man also darstellen. Hier, dieses Harmonin wirkt auch auf die Eier des Bilharzioseerregers. Nun stelle ich mir als Evolutionsbiologe natürlich die Frage, warum in aller Welt hat dieser Harmonia, dieser asiatische Marienkäfer, so eine Allzweckwaffe, ein Molekül, das alle möglichen Parasiten platt macht. Wieso haben es die anderen nicht? Hilft ihm das irgendwie? Und da will ich mal einen kleinen Ausflug machen. Als ich angefangen habe, den asiatischen Marienkäfer zu untersuchen, habe ich auch sein Blut, die Hämolymphe, untersucht, habe da reingeguckt und dachte, der muss doch tot sein. Was man hier sieht, die größeren Dots, das sind Blutzellen, normale im Plasma, und dann sieht man, dass dieser ganze Blut voll mit einem Parasiten ist. Da haben wir lange gebraucht, das rauszukriegen. Das sind Mikrosporidien. Das sind einzellige Pilzverwandte, die in die Zellen des Wirtes eindringen und den platt machen. Und da habe ich mir überlegt, wozu, wie kann der sich das leisten? Und haben einfache Experimente gemacht. Wenn ich jetzt Hämolymphe aus dem asiatischen Marienkäfer nehme und in den Einheimischen injiziere, dann sterben die. Hintergrund ist, es wurde nämlich festgestellt, um das zu verstehen, muss man wissen, wer sind die größten Feinde der Marienkäfer? Das sind die Marienkäfer selbst. Die fressen sich, diesen Kalibalen. Wenn irgendeine Art der Larven oder die Eier vom anderen sind, fressen sie sich. Dann hat man beobachtet, dass die einheimischen Marienkäfer, wenn sie an den Eiern von Harmonia fressen, sterben. Und umgedreht aber nicht. Und hat vermutet, Mensch, das Harmonin schützt sie sozusagen vor den Fressfeinden. Und das haben wir getestet. Das heißt, wir haben erstmal, wie gesagt, Blut injiziert in den 7-Punkt-Marienkäfer, da sind die gestorben. Wenn ich das aber Hitze inaktiviert habe, dann nicht. Und wenn ich synthetisches Harmonin, das wir ja nun zur Verfügung hatten, injiziere, konnte ich Gigamengen, das hat überhaupt nicht gejuckt. Und dann war der Verdacht eben drin, dass es die Mikrosporidien sind, die dann überspringen und die Einheimischen töten. Und wenn das so ist, dass also der asiatische Marienkäfer voll ist mit Parasiten, die er selbst toleriert, aber solange irgendeiner an dem frisst, die sterben, dann benutzt er das wie eine Biowaffe. Und das kann man hier schön zeigen, da sieht man, oben rechts frisst die Larve des 2-Punkt-Marienkäfers und unten drunter stirbt sie dann gleich danach. Und als wir das damals in der Zeitschrift Science veröffentlichten hatten, gab es eine riesige große Presseresonanz, schöne Bilder sind da entstanden, Harmonia sozusagen als gut bewaffneter Organismus. Es zeigt aber, dass eine evolutionsbiologische Hypothese am wirklich gezielt dahin bringt, dass man einen Käfer findet, der über besondere Waffen verfügt und die können wir dann, wie gesagt, nutzbar machen. Und das möchte ich noch an einem anderen Beispiel illustrieren.
Ein Tierchen, das mich sehr lange fasziniert, schon als Kind, war der Totengräberkäfer. Der heißt so, weil er über Kilometer hinweg Kadaver orten kann und dann meistens paarweise die vergräbt. Das macht er, um sich sozusagen gegen Konkurrenz zu schützen, gegen Wundmaden. Und normalerweise ist alles, was ich im Boden verbuddel, das verwest ja irgendwann. Aber der Totengräberkäfer kann das verhindern. Er spuckt auf die Larve, pinkelt da drauf und dann ist die chemisch konserviert. Kann man auch sehen, also wenn ich die Maus einfach so lasse, verschimmelt die sofort, verpilzt sie und da, wo der Totengräberkäfer dran ist, da sind sie sozusagen völlig frei. Und dann hat uns interessiert, wie macht er das? Und dann haben wir nur die Spucke und die Pipi untersucht und haben 34 Substanzen gefunden, die antimikrobiell wirken, darunter auch einige, die schon auch in der Lebensmittelindustrie zur Konservierung eingesetzt werden, nicht? Diese ganzen E's. Die man so kennt wie so Benzoic-Essig, also Benzolsäure zum Beispiel. Also 34 Substanzen und das bestätigt auch wieder, was ich sage. Wenn jedes Insekt so einen Schrank voll hat an Molekülen, dann lohnt es sich, die zu untersuchen. Aber da war jetzt nichts Spektakuläres Neues dabei, haben wir publiziert. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen, denn ich habe mich gefragt, warum alles in der Welt konserviert dieser Totengräberkäfer die Maus? Und der Grund ist ganz einfach, wie alle wollen sie erstmal Spaß haben. Und dann legen sie Eier und dann wird sozusagen vor dem Maul der ganze Kadaver als Nahrung für die Brut, die man da sieht, aufgearbeitet. Und das fand ich nun mal extrem bemerkenswert und hat mich wieder zur nächsten Frage geführt. Wie kann ein Tier etwas, das 100-mal schwerer ist als es selbst, vor seinem Maul verdauen? Das muss ja über irrsinnig effiziente Verdauungsenzyme verfügen. Das ist so, als würde ich mein Gegenüber anspucken und der löst sich vor mir auf. Wie geht sowas? Und das wollte ich herausfinden und deswegen haben wir den Totengräberkäfer den Darm rauspräpariert, in verschiedene Abschnitte zerlegt und alles, was Omics heute hergibt, untersucht, Transkriptomics, Proteomics, Metabolomics, also mit allen modernen Waffen herangegangen und haben dann festgestellt, dass der Totengräber diese Leistung nicht alleine vollziehen kann, sondern dass er dabei Helfer hat, nämlich im Darm befindliche Mikroorganismen. Was man hier sieht links, ist so ein Muster von antimikrobiellen Peptiden, die in verschiedenen Darmabschnitten sozusagen exprimiert werden. Das heißt, der Totengräberkäfer nimmt ja mit dem toten Nahrung auch viele Bakterien auf. Und er muss die eigenen nützlichen Bakterien vor den Fremden schützen und dazu produziert er ein ganzes Spektrum von verschiedenen antimikrobiellen Peptiden. Rechts dieses bunte Muster zeigt, wie die Bakterien, die Darmflora aussieht und es war eigenartig. Also wirklich, wir haben ganz tolle, spannende Sachen drin gefunden und wir werden noch Jahre brauchen, alleine das Projekt noch zu Ende zu führen. Ich will ein schönes Beispiel mal illustrieren, wie man Wertschöpfung betreiben kann mit Insekten. Im Hintern des Totengräbers, im Hintern, wo aerobe Bedingungen, wo also Sauerstoff dran, haben wir eine Hefe gefunden und konnten die der Gruppe Jarovia zuordnen. Die ganzen Biotechnologen werden sofort wissen, das ist die einzige Hefe, die Fett abbauen kann. Das ist das Arbeitspferd in der Biotechnologie. Und wir haben neue sozusagen Hefen im Hintern gefunden und haben untersucht, kann man einfach wachsen lassen, was machen die? Und dann haben wir festgestellt, dass die ganzen Konservierungsstoffe von der Hefe gebildet werden. Ja, das heißt, das macht der Käfer gar nicht selber. Und solche Hefen kann man jetzt auch in der Industrie einsetzen, eben für die Produktion, also für eine kostengünstigere Produktion von solchen Chemikalien. Aber was noch spannender war, es ist auch immer wieder, man darf, und das versuche ich immer wieder meinen Studenten klarzumachen, nehmt nicht alles so hin, wie es so ist. Also nicht einfach so, sondern man darf das wundern, die Freude nicht vergessen. Mich hat immer gewundert, wenn ich so einen konservierten Kadaver von so einem Totengräber habe, die riecht gar nicht. Das heißt, normalerweise eine Leiche hat ja immer so unheimlich viele Gerüche. Da kennen wir ja zum Beispiel den Leichengeruch. Da gibt es zwei Substanzen, Putrezin und Kadaverin, und wir konnten zeigen, dass diese Hefe diese Gerüche abbauen kann. Ja, das heißt, wenn der nicht stinkt, dann lockt er keine Fliegen als Konkurrenten an. Und solche Enzyme kann man wiederum nutzen, um Biofilter für Schlachthäuser und sowas zu machen. Also das Anwendungspotenzial ist irre, was man da hat. Hier sieht man mit einer speziellen Technologie Fisch angefärbt, sozusagen Bakterien in verschiedenen Darmabschnitten. Da gab es also ganz spezielle interessante Gruppen, Providentia und so. Und wir haben jetzt überlegt, wenn der Kadaver fressen kann und den Boden überlebt, dann muss der vielleicht Symbionten im Darm haben, also Mikroorganismen, die Antibiotika für ihn produzieren. Und die sind für die Forschung viel interessanter als die ganzen aus Bodenorganismen, weil wir haben ja keinen Mangel an antibakteriellen Substanzen. Man kennt 40.000, aber wir haben Mangel an neuen Antibiotika, also solche, die bei uns keine Nebenwirkung machen. Und wenn der Totengräber im Darm Bakterien hat, die Antibiotika produzieren, die nicht dem Totengräber schaden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch etwas finden, was dem Menschen nicht schadet. Und so haben wir dann ein ganzes Screening aufgelegt. Sie sehen hier rot dargestellt, das ist immer Aktivität gegen ein bestimmtes Bakterium. Und die Schwarzpollen produziert haben, die haben wir dann Kultur genommen und geguckt, was produzieren die denn. Und als Beispiel habe ich hier einen Antibiotika-Produzenten, der Seravetin produziert. Das heißt, das wirkt nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Nematoden, gegen Pilze.
Und so sind wir noch Jahre jetzt beschäftigt, all die neuen Stämme zu isolieren, zu gucken, was die sozusagen an neuen Sachen machen. Nur die kann ich nicht so schnell publizieren. Wir hatten ein gemeinsames Projekt mit dem Max-Planck-Institut für chemische Ökologie und es gibt Programme, wenn Fraunhofer und Max-Planck zusammenarbeiten, gibt es spezielles Geld. Und da hatten wir ein Projekt, das nennt sich AIM Biotech, Application of Insect-Derived Microbes in Industrial Biotechnology. Und wir wollten jetzt also gezielt Insekten untersuchen, also nicht Machmokyns, sondern assoziierte Mikroorganismen, die für die Industrie spannend sind. Und ein Beispiel mit dem Totengräber hatte ich schon genannt. Wir haben die Soldatenfliege bearbeitet, aber ein Beispiel, was vielleicht auch für Sie eingängig ist, ist die Kleidermutter. Wieso kann die Raupe der Kleidermutter Kleider fressen und die Raupen von 100.000 anderen Schmetterlingarten nicht? Hat sie spezielle Enzyme oder hat sie Helfer im Darm, die das machen? Und das haben wir untersucht. Wir haben also Proben aus dem Darm genommen, haben einen sehr einfachen Assay entwickelt. Was Sie sehen, ist hier oben in diesem Tube blau gefärbte Wolle. Und wenn ich jetzt da irgendein Bakterium dazugebe aus dem Darm und die zersetzt das, dann geht die Färbung über. Man kann es also mit bloßem Augen sehen, ob da was drin ist oder nicht. Und tatsächlich haben wir dann in Abhängigkeit von pH verschiedene Bakterien gefunden, konnten zeigen, dass die spezielle Enzyme bilden, mit denen man Keratin abbauen kann. Das ist was Besonderes. Keratin ist ein Protein, das so beschaffen ist, dass es sich eben nicht durch jede dahergelaufene Protease zersetzen lässt. Und wir haben gigantische Mengen an Hörnern, Häuten und sonst was, Schlachthausabfällen. Und hier war es ein schönes Beispiel, wie man neue keratinabbauende Enzyme findet oder Mikroorganismen, die dann biotechnologisch eingesetzt werden können. Und das wiederum führt mich schön zum nächsten Thema, wofür Insekten bekannt sind. Und das ist, was ich heute noch kurz vorstellen möchte, weil es in dieser Tagung ja um Nachhaltigkeit geht. Nicht? Und alles, das haben viele jetzt schon gehört, Insekten boomen gerade weltweit als alternative Proteinquelle. Bloß wenn Reporter kommen, fragen, Herr Wilschinskas, sollen wir in Zukunft Heuschrecken essen? Dann muss ich ganz klar sagen, unser Ansinnen ist es nicht, die Speisekarte über Sushi zu erweitern. Nicht? So sieht man hier, so sieht zum Beispiel in China ein Markt aus, wo man alle Insekten kaufen kann. Unser Ansinnen ist es, ein wirklich großes, schweres Problem zu adressieren, das sie auch alle können. Wir haben eine wachsende weltweite Bevölkerung, die essen immer mehr, sind immer hungriger. Und irgendwann ist eine Frage, wie will man den Proteinbedarf der wachsenden Bevölkerung decken? Uns juckt es nicht. Wir lassen einfach zu, dass der Regenwald in den Tropen niedergebrannt wird und da Soja angebaut wird. Hier sieht man mal eine schöne Abbildung, wo man sieht in Deutschland, wie viel Soja steckt denn in den ganzen Produkten, in einem Hühn, in einem Schwein oder einem Rindfleisch. Das heißt, wir können es den ganzen Fleischkonsum nur leisten, weil Soja in großen Flächen in den Tropen angebaut wird. Und das ist nicht nachhaltig, das müssen wir in Zukunft ändern. Und da bieten die Insekten eben eine richtige Alternative. Die sind also eine super Proteinquelle und haben einen super tollen ökologischen Footprint. Das heißt, ich kann auf geringsten Flächen große Proteinmengen produzieren, die produzieren keine Treibhausgase, haben geringen Wasserbedarf, ich kann es lokal überall machen, also ich brauche nicht irgendwo in Tropen sonst was gehen. Und jetzt geht es darum, das industriell umzusetzen. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren so durchgesetzt, dass es ein Milliardenmarkt. Ja, ich spreche jetzt wirklich von Investitionen, Projekten, an denen wir auch arbeiten, wo zum Beispiel für eine Insektenfarm eine 500 Millionen investiert wird in die Tropen. Die Firma Insect in Frankreich boomt jetzt gerade. Sie hat ja, weil der Mehlwurm zugelassen wurde als Nahrungsmittel, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die wichtigste Insektenart für solche Zwecke ist die schwarze Soldatenfliege. Der kann man praktisch alle organischen Abfälle verfüttern, selbst Gülle und Jauche. Und sie macht das zu Proteinen, Lipiden und Chitin, also zu höherwertigen Nährstoffen. Hier sieht man nochmal, das ist die Firma Insect, die jetzt gerade wohnt. Die haben jetzt eine 300 Millionen eingenommen und bauen die größte Mehlwurmfarm der Welt in Amiens in Nordfrankreich. Und was Sie wissen sollten, wir forschen an Gießen, bin ich ja nicht alleine. Wir haben zum Beispiel Professor Eder für die Tierernährung, der hat jetzt geguckt, hat das einen beneficial Effekt auf diese Gesundheit und hat hier fettleibige Ratten und hat sozusagen das normale Protein durch Insektenprotein ersetzt und konnte zeigen, der Cholesterinspiegel senkt, also die Fettwerte sind super toll. Und bei den fettleibigen Ratten, richtig mit einer Fettleber, konnte sogar das Insektenprotein heilend auf die Fettleber wirken. Gibt uns also gerade mir große Hoffnung für die Zukunft. Wenn das, was hier im Labor gezeigt wurde, hilft, dann hat das auch einen Beneficial-Effekt auf Nutztiere, wenn also diese Insekten verfüttert werden. Und deshalb expandiert diese Forschung immer weiter. Und das war mit einer der Gründe, warum jetzt, wie gesagt, der Mehlwurm als Lebensmittel zugelassen wurde in der EU. Was jetzt heute der Trend ist, ist das Skalierbare. Das ist nicht mehr so kleine 1-2 Millionen Investitionen. Momentan boomen Großinvestitionen. Also die Insektenfarmen werden immer größer, was sich sonst nicht rechnet. Und was wir in Gießen auch machen, ist die Insekten als fehlendes Glied für die Circular Economy, für die Kreislaufwirtschaft. Ja, das heißt, wir wollen gucken, dass man Insektenzucht mit anderen Zuchtformen koppeln kann und das alles so nachhaltig wie nur irgendwie möglich gestaltet.
Und wir koppeln das zum Beispiel mit der Garnelenzucht, was ich vorhin gesagt habe, mit Sojaanbau. Das gilt auch in anderer Sache. Für die Black Tiger Prawns, also für die Garnelenzucht, werden in Asien Gigaflächen an Mangrovenwäldern kaputt gemacht. Also das ist mindestens genauso schlimm, wie die Regenwälder abholzen. Solche Garnelenzucht ist nur möglich, weil man tonnenweise Antibiotika reingibt und Wachstumshormone, also Meeresverschmutzung ist gigantisch. Das ist absolut nicht nachhaltig. Die müssen dann noch über einen halben Globus hergeschafft werden. Deswegen hat Greenpeace die Black Tiger Prawn vor 10 Jahren gebannt und viele haben sie nicht mehr im Sortiment. Wir haben jetzt ein BMBF-Projekt bewilligt bekommen in dem Programm Bioökonomie für Ballungsräume, also hier für Rhein-Main, war unsere Idee, diese Black Soldier Fly eben zu nutzen als Futter für Garnelen. Und um sie in Industriemaßstab nutzen zu können, müssen wir sie auch in großen Mengen füttern können. Und dabei wollen wir keine Essensreste oder sowas verfüttern, sondern Nebenströme aus der Industrie, Trester von Brauereien, Treber von Brauereien, Trester von Apfelsaftherstellung, Schokoladenhülsen sozusagen vom Schokoladenabbau. All diese großen Nebenströme werden jetzt bei uns getestet. Wie kann man die mischen und eine optimale Weise nutzen, damit man die Black Soldier frei züchten kann? Und dann, wie können wir sozusagen auch die Garnelen Antibiotika frei züchten? Das geht nur, wenn wir es komplett vom Meer abkoppeln. Also kein Fischmehl und sonst was importieren, sondern alles in-house produzieren. Und da haben wir dann auch die Gewährleistung, dass das Ganze mikroplastikfrei ist und diverse andere Vorteile bringt. Wir haben also, wie gesagt, dieses große Projekt, was jetzt in Gießen angeworben wird, das ist so gut angekommen, dass es auch einen Investor nach Gießen gezogen hat. Und was wir jetzt machen, wir werden in Gießen direkt an dem Fraunhofer Neubau ein Innovationszentrum für Aquaponik und industrielle Insektenzucht aufbauen. Und da geht es jetzt darum, Insekten, Garnelen, Fischzucht und alles sozusagen zu koppeln in einer Weise, dass es Kreislaufwirtschaft ist, Zero Waste. Und das ist, wie gesagt, in einem großen industriellen Maßstab. Und das ist etwas, was jetzt immer mehr Investoren interessiert. Das Fraunhofer-Institut, das ich aufbaue, hat jetzt also verschiedene Geschäftsfelder. Eines ist die Naturstoffforschung, die nachhaltige Kontrolle von Schad- und Vektorinsekten, Lebens- und Futtermittelzusatzstoffe. Wir produzieren diese Stoffe auch, wir machen auch Insect Farming und natürlich auch Biodiversitätsforschung. Wenn also Interesse besteht, kann man sich mal bei mir melden. Wichtig ist auch, dass wir das in den Nachwuchs bringen. Also wir haben eine große Nachfrage. Wir haben auch nicht nur den ersten Studiengang für Insektenbiotechnologie, wir haben auch einen Bachelor für nachwachsende Rohstoffe und Bioressourcen aufgebaut, sodass die Pipeline für den wissenschaftlichen Nachwuchs gesichert wird. Ich muss mich an dieser Stelle abschließend bedanken bei der großzügigen Förderung des Landes Hessen durch das LOEWE-Programm. Das LOEWE-Zentrum für Insektenbiotechnologie und Bioressourcen hat ja große Förderung durch die Zentren erfahren, also insgesamt über 50 Millionen bekommen. Ich bin jetzt auch Mitglied im LOEWE-Zentrum für translationale Biodiversitätsgenomik, wo mein Kollege Steffen Pauls auch Bericht hat. Wir haben das Glück, dass wir viele Nachwuchsgruppen nach Gießen ziehen konnten, also die mit eigenem Geld gekommen sind, also 2 Eminöter-Gruppen, 2 Heisenberg-Kandidaten, VW-Stiftung. Und alle unsere Nachwuchsgruppen haben entweder Professuren oder Dauerstellen gekriegt. Also es ist wunderbar, wie sich das Feld entwickelt. Und ich sage immer, am Anfang habe ich ja gesagt, von Insekten lernen heißt Siegen lernen. Wenn man jetzt mal zusammenzählt, was wir an Drittmitteln erwirtschaftet haben in Gießen, neben der LOEWE-Förderung, also die zusätzlichen Drittmittel aus der Industrie, die ganzen DFG-BMBF-Projekte, sind wir jetzt bei 120 Millionen angekommen. In 10 Jahren durch die Insektenbiotechnologie. Und dann darf man das wirklich behaupten, dass von Insekten lernen Siegen lernen heißt. Und abschließend möchte ich mich noch bedanken. Wir haben jetzt einen Fraunhofer Neubau im Oktober in Betrieb genommen, in Anwesenheit von Kanzleramtschef Helge Braun und Ministerpräsident Volker Bouffier. Dieser Fraunhofer Neubau, sieht man oben, ist so ein bisschen nachgeahmt, soll so ein bisschen an Insektenhotel erinnern, weil ja offensichtlich da Insekten wohnen. Und ich muss mich hier bei meinem Team begeistert darstellen. Also wir haben bei Fraunhofer ca. 100 und in meinem Uni-Institut 50 Mitarbeiter, also 150 begeisterte gelbe Biotechnologen, die unheimlich viel engagiert an diesem neuen Gebiet arbeiten. Und Ihnen bleibt nur, dass ich mich noch für Ihre Aufmerksamkeit bedanke. Und für diejenigen, die das interessiert, ich plane vielleicht mit Arcades auch mal vielleicht einen Abend einzurichten, wo Interessierte auch mal Fraunhofer besuchen können, dass wir da einfach mal die Forschung vor Ort für Interessierte zeigen können, was wir machen. Und da besteht dann auch die Möglichkeit, persönlich Fragen an mich zu stellen. Und wer die jetzt nicht tun kann, da unten ist noch meine E-Mail-Adresse. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, bravo. Vielen Dank, Professor Wilczynskas. Bravourös, würde ich sagen. Und das kommt auch hier aus dem Publikum, wenn ich Ihnen mal, es ist keine Frage, sondern ein Lob, was Sie hier übermittelt bekommen. Spannend, begeisternd, einfach toll und sympathisch rübergebracht. Also ich meine, besser geht nicht, oder? Dankeschön. Schreibt Ihnen einer unserer Zuschauer. Ja, Wahnsinn. Da steckt einiges drin. Was haben wir heute schon alles erlebt? Und Herr Dr. Leber, Sie haben recht. Da steht Großes bevor. Und hier klingt es für mich auch so, als wenn da ja vieles auch schon nah an Investoren dran ist. Sie haben uns im Vorfeld auch erzählt, Sie beraten Investoren auch.
Was ist denn da momentan das heißeste Thema? Können Sie uns da... Also bei dem Insektenfarming, das ich erwähnt habe, ist ja sozusagen weltweit ein Wettbewerb. Und die Fabriken, die geplant werden, die Anlagen werden immer größer. Und das ist natürlich mit, auch mit Investorkapital gemacht. Und wenn größere Investoren nicht wissen, soll ich jetzt da 100 Millionen reinstecken oder nicht, stimmt das Konzept, ist es schlüssig, kann das funktionieren oder nicht, würde ich da mal um Fachrat gebeten, wenn es um Grundsatzentscheidungen geht. Mhm. Und Sie beraten auch Regierungen? Ja. Also. Gibt es sowas, was Sie machen, über irgendwo anders noch auf der Welt? Also Insektenbiotechnologie wird woanders noch gemacht, nur dieses Konzept, wie wir es auf dieses Facettenreichtum, das ist in der Tat einzigartig und es wird weltweit positiv wahrgenommen. Also ich habe Angebote von verschiedenen Ländern gehabt, ob man nicht dieses Institut Copy-Paste noch woanders aufziehen könnte. Und es laufen auch momentan internationale Verhandlungen, dass man also auch sozusagen Ableger davon international irgendwo ansiedelt. Wir hatten vorhin die Medizin, also das Thema ist ja, zurück zur Natur, verstehen, was sich da tut, genau beobachten mit den Werkzeugen, die Sie beschrieben haben und daraus einen Nutzen ableiten. Jetzt haben wir, Sie hatten ja den pharmakologischen Nutzen dargestellt, die Ernährung dargestellt. Was gibt es denn noch? Wir hatten mal Spinnenseide kam vorhin als Thema, also Werkstoffe, was geht noch alles mit Insekten? Also bei Insekten, die Spinnen sind ja nun mal nicht gerade Insekten, sondern das sind die, die die Insekten fressen. Oh. Traditionell ist ja nichts Schlimmes, nicht? Das sehen Ach, wir nicht Beine, so genau. Beine. Aber bei den Spinnen gibt es eben auch, oder bei den Insekten gibt es eben auch Seide. Und da Steffen Paus hat ja vorhin die Köcherfliegen vorgestellt. Und die Köcherfliegenlarven heißen so, weil sie im Wasser leben und mit einer Seide Steinchen und kleine Hölzchen so an sich rankleben. Ja? Und das Besondere ist, diese Seide funktioniert im Wasser und ist deshalb besonders gut geeignet, um jetzt Wundverbandstoffe zu machen. Und das ist eines der Projekte, die wir jetzt gemeinsam mit Senckenberg machen, dass wir Köcherfliegenseide prüfen, ob sie als, sagen wir mal, als Grundstoff für die Herstellung von Wundverbänden geeignet ist, als Trägermaterial. Was auch noch ein Thema ist, was Sie jetzt nicht angesprochen haben, ist das Thema Pflanzenschutz. Was tut sich da aktuell aus Insekten Pflanzenschutz herzustellen, das ist ja, ökologisch wertvoll? Ja, also die Insekten sind ja nicht, wenn man mit Insekten arbeitet, ist man nicht notwendigerweise everybody's darling. Nicht? Die meisten haben ja eine negative Perzeption. Und einerseits haben wir es mit Pflanzenschädlingen zu tun. Man muss es mal so sagen, wenn man alles zusammennimmt, was Insekten auf dem Feld und in den Vorratslagern fressen, dann sind sie unsere größten Nahrungskonkurrenten. Ja, das heißt, wir müssen sie unter Kontrolle halten und nicht mehr wie üblich wie früher mit Insektiziden, sondern wir brauchen heute subtilere, umweltschonende Methoden. Und das ist eine Kernaufgabe in meinem Fraunhofer-Institut. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Ansätzen. Ein bekannter und jetzt sehr weit fortgeschrittener ist der sogenannte RNAi-Ansatz. Da nutzt man doppelsträngige RNA, die man verfüttern kann und die knipst in einem Insekt ein Gen aus, sodass es stirbt. Der Charme daran ist, dass diese RNA so designt werden kann, dass sie artspezifisch wirkt. Ich treffe also nur den Schädling und nichts anderes. Es gibt jetzt schöne Beispiele. Man kann zum Beispiel eine RNA designen, die kann ich an eine Biene verfüttern, dann stirbt die Varroa-Milbe, aber nicht die Biene. Ja, das zeigt, wie spezifisch die Methode ist. Und wir haben zum Beispiel mit der Firma Dow AgroSciences ein großes Projekt gehabt, wo wir Maispflanzen produziert haben, die mit RNAi gegen Maiswurzelbohrer resistent gemacht wurden. Also ein sehr erfolgreiches Projekt, sich Patente, Veröffentlichung, alles super. Das war das erfolgreichste Projekt mit Dow, mit externen Partnern. Aber das ist nichts für Europa und Deutschland, denn auch RNAi-Pflanzen sind genetisch verändert. Und was wir jetzt machen, ist die doppelsträngige RNA in sprühbarer Form applizieren. Ja? Das Problem ist, die RNA baut sich in der Umwelt so schnell ab, die muss man erstmal ein bisschen retten, ja, dass nicht nach 24 Stunden alles weg ist. Und das heißt, man muss sie formulieren in einer Weise, dass sie stabil bleibt, vom Insekt aufgenommen werden kann und auch dorthin gelangt, wo sie hin soll und ihre Wirkung entfalten. Und das ist Champions League, also diese Forschung, da gibt es einen großen Wettbewerb. Aber ich glaube, zumindest in Deutschland sind wir führend und es geht jetzt auch schon die ersten Feldversuche. Das wird hoffentlich eine Alternative, um chemische Pestizide zu ersetzen. Ich hatte in meinem Einleitungsvortrag ja praktisch die Riesenbatterie der Angreifer und die der Verteidiger und man tut irgendwas da rein in die Mitte und hofft, dass was passiert. Was Sie jetzt beschreiben mit der mRNA-Interferenz ist ja gezielt auf einen wirklichen Schädling draufzugehen. Ergibt sich dadurch die Chance, durch die Selektivität, dass der Rest der Insekten uns erhalten bleibt? Das ist die Hoffnung und diese, also ich muss mal sagen, dass auf diese Hoffnung groß, da wird viel mit verknüpft. Ich will noch eine andere Anwendung vielleicht erwähnen, weil wir jetzt hier in Hessen sind. Nicht? Wir alle kennen, dass wir jetzt immer mehr Moskitoarten haben, die aus Asien bei uns eindringen. Bekannt geworden ist die Tigermücke. Ja? Und die Tigermücke kann 30 verschiedene Viren übertragen, die Menschen infizieren. Dengue, Zika, Chikungunya.
So, wir wissen jetzt, dass sich diese Mücken hier ausbreiten, stabile Population bilden, der Klimawandel kommt, noch sind die Viren nicht da, aber es ist nicht die Frage, ob, sondern wann sie kommen. In Frankreich hat man schon mit Dengue und mit anderen Sachen zu kämpfen und wir bereiten jetzt neue Strategien vor, wie kann ich invasive Moskitos bekämpfen, ohne sozusagen die Insektenvielfalt in den gewässernahen Bereichen zu gefährden. Und da ist eine Option von denen, die wir entwickeln, eben auch die RNAi. Dr. Schneckenburger hatte vorhin gesagt, dass eigentlich die ganzen Medikamente, die wir aus der Pflanzenwelt haben, einheimische Medikamente waren. Ja. Was Sie sagen, ich gucke da, wo die invasiven Arten sind, weil es ist viel interessanter, die haben neuartige Waffen. Hat uns die einheimische Kakerlake nichts mehr zu sagen? Doch, das war nur der Einsatz, aber ich nehme ja immer die Insekten vorzugsweise, die hier leben. Ja? Das heißt, wir haben Totengräber, asiatische Marienkäfer ist jetzt hier heimisch. Wenn man rausgeht, hat man eine geringe Wahrscheinlichkeit, noch Einheimische zu finden. Man sieht ja fast nur noch den asiatischen. Aber wir wollen die Wirkstoffforschung in erster Linie auf einheimische Arten fokussieren. Hintergrund ist eben das Nagoya-Protokoll. Ich kann nicht fleißig in den Regenwald gehen, Insekten sammeln, gucken, was die drin haben und das zu Produkten entwickeln. Das ist sehr aufwendig. Wir haben solche Projekte vom BMBF gehabt, zum Beispiel Kooperation mit Indonesien, wo es darum ging, auch tropische Insekten zu erschließen. Aber das ist deutlich schwieriger aufgrund der Rechtslage, die da ist. Da ist einfach einfacher, hier Insekten zu sammeln und sich das anzugucken. Und da findet man wirklich auch genug. Ich gucke auf die Uhr, wir haben noch 3 Minuten. Die nächste Referentin steht schon in den Startlöchern. Aber hier sind auch 2 ziemlich spezielle Fragen, wie ich finde, aus dem Publikum. Stichwort Kakerlaken, sagten Sie gerade. Kakerlaken galten früher als Überlebende eines möglichen Atomschlages. Welche Insekten überleben den Klimawandel oder arktischen Winter nach Supervulkaneruption? Ist so eine Frage. Und eine zweite Frage ist, wann schätzen Sie, gibt es den ersten anerkannten und marktfähigen bzw. genießbaren Insektenburger? Also, das muss ich notieren. was die Kakerlaken betrifft, untersuchen wir die auch. Die haben auch interessante Mikroorganismen, deren biotechnologisches Potenzial wir erschließen. Was allerdings, der Klimawandel wird dazu führen, dass es eine Verschiebung gibt. Es gibt Insektenarten, die sind nun mal an tropische Klimate angepasst, wie diese invasiven Moskitos, die gedeihen und werden hier weiter ausbauen. Andere gehen weg, es wird zu einem Wechsel kommen. Das ist das, was ich prognostiziere. Wenn es kälter wird, dann werden eben kälteresistente Arten, dann gibt es auch genug Überleben. Wir leben also, da sind die so anpassungsfähig, dass ich da zuversichtlich bin, dass wir auch in Zukunft genug Insektenarten haben. Und die zweite Frage war jetzt, der Burger, den gibt es schon. Die können den Insektenburger schon kaufen. Wo? Das heißt, es gibt ihn so verschiedene Filialen. Ja, das heißt, er wird also zum Beispiel das Mehlwurmprotein drin vermarktet. Das ist jetzt auch in der EU zugelassen. Das war schon in anderen Ländern vorher üblich. Sie müssen es googeln. Ja, also Insektenburger gibt es schon im Angebot. Haben Sie ihn schon mal probiert? Wir machen bei uns auch Wurst zum Beispiel. Wir haben ja bei Fraunhofer eine Abteilung, die von meinem Kollegen Holger Zorn geleitet wird, der an der Uni Gießen das Institut für Lebensmittelbiotechnologie leitet. Und da geht es darum, dass wir die Insektenproteine benutzen, um zum Beispiel Wurst und andere Produkte herzustellen. Wir haben sogar ein Labor, wo es von Kunden verkostet wird. Also das boomt gerade, weil diese, wie gesagt, man muss ja nicht die Vorstellung haben, ich muss jetzt auf den Insekten rumkauen, sondern die Proteine oder die Lipide kann ich wie andere Proteine auch, wie Sojaprotein auch, Nudeln und allem anderen beimischen. Und da geht es eben darum, wie kann ich die Konsistenz, die Backfähigkeit und alles so erhalten. Das ist ein eigenes Forschungsgebiet für sich. Aber das wird kommen und boomt. Wir haben einen riesen Absatz. Also die Nachfrage nach Insektenprotein steigt weltweit rapide an. Ich erinnere mich, Bertelsmann, dazu gehört ja RTL, NTV, die machen einmal im Jahr einen großen Empfang für beste Kunden. Und vor, ich glaube, 4 Jahren hatten die tatsächlich in der ganzen Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin über verschiedene Stockwerke, es gab nur Insekten zu essen. Ja. Frittiert, das war schon lange. Wenn ich es gewusst hätte, ich ein paar mitgebracht. Ich bin nicht satt geworden. Aber wenn wir dann den Abend mit oder bei Ihnen oder wie auch immer beim Fraunhofer machen. Auf den wir uns freuen. Genau, freuen wir uns und dann machen wir eine kleine Verköstigung. Ja, bitte an anfragen@akadis.de. Da sammeln wir die Anfragen für den. Also ich schaue noch mal drauf, es sind gar nicht so viele Fragen gekommen, aber der Stefan Risse schreibt mir gerade noch mal, es sind ganz, ganz viele Lobmails bekommen. Also nehmen Sie das mit, ist vielleicht Motivation für Ihre weitere Arbeit und für Ihre nächsten Vorträge. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich bedanke mich herzlich.